Ja, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ihr wolltet richtig coole Erfolgsgeschichten. Hier kommt eine, die werden nicht immer besser. Wenn du mir auch schreiben willst, geht das über ein Formular auf liebeship.de. Eine Nachricht von Riskiana. Lieber Christian, jetzt möchte ich dir auch mal schreiben. Du und deine Kurse haben mein Leben komplett verändert. Nach einem plötzlichen Beziehungsabbruch stand ich 2018 total unter Schock. Es war klar, hier ist ein altes Trauma am Werk. Im Sommer habe ich mir dann ein Komplettpaket von dir geholt und die Selbstliebe-Challenge gemacht. Die Materialien sind sehr gut. Und Tag für Tag wurde es klarer und besser. Aber man muss durch die Gefühle hindurch und nicht darüber hinweg rationalisieren. Besonders die Trance habe ich gerne gemacht. Sie ist auch einfach eine schöne Möglichkeit, im Alltag zu entspannen. Je weniger wir gestresst sind, also ich vermute mal, sie meint die Trance, die ich da einzeln habe auf Liebeship, aber im Kurs gibt es ja auch verschiedene. Je weniger wir gestresst sind, desto eher sind wir bei uns und können uns abgrenzen. Die Affirmationen stärken das auch. Den Ansatz, dass wir letztlich frei und keine Opfer unserer Umwelt sind, finde ich so essentiell. Nach dieser inneren Arbeit habe ich irgendwann wieder angefangen zu daten. Hier mein Tipp. Nicht ins Mangeldenken gehen. Natürlich hat es einige Male überhaupt nicht gepasst, doch ich habe mir immer die positiven Eigenschaften der Männer vor Augen gehalten und ich war dankbar für kleine Schritte. Schließlich bedeuten die Menschen, denen wir begegnen, dass wir mit bestimmten Eigenschaften dieser Menschen in Resonanz gehen. Wenn sich hingegen die Begegnung mit einem blöd angefühlt hat, habe ich darauf geachtet, ganz bei mir zu bleiben. Ansonsten blieb ich in Dankbarkeit und Achtung. Wahnsinn, richtig schön. Wichtig, niemanden verarschen oder plötzlich abschießen. Keine Spielchen. Ja, das sage ich immer, die eigene Spielfläche sauber halten, ne? Auch die eigenen schädlichen Verhaltensweisen darf man durchaus im Blick haben. Im Herbst habe ich dann noch eine Familienaufstellung gemacht und ein uraltes Trauma aufgearbeitet. Tja, und eines Tages war er dann da. Der Mann, mit dem ich bis heute immer glücklicher werde. Ich muss oft an deine Worte denken, Christian. In einer guten Beziehung wird es immer mehr und schöner. Es gab zwar auch schon einen schönen Anfang, aber dieser hat sich nicht als vorgezogenes Dessert oder Nachtisch, wie ich immer sage, entpuppt. Es war von vornherein etwas anderes. Ich durfte auch mal schwach sein. Er war für mich da, als ich krank war und ich durfte lernen, endlich mal auch mal Hilfe anzunehmen. Und für alle, die denken, es gibt nur Pizza und Pommes oder Karottensalat mit Tofu, es hört gut zu. Es gibt sichere, warme und innige Beziehungen mit gemeinsamer Lebensplanung, die auch leidenschaftlich, heiß und voller Anziehung sind. Mein Freund und ich sind beide nicht fertig mit unseren alten Verletzungen und Triggerpunkten, aber wir haben eine Ebene, darüber sprechen zu können und versuchen, Rücksicht zu nehmen. Es läuft da draußen schließlich niemand herum, der noch nie verletzt wurde. Ich kann nur jeden ermuntern, an die innere Arbeit zu gehen. Ich darf auch immer noch lernen, mich mehr abzugrenzen und bekomme auch in anderen Beziehungen immer noch weitere Herausforderungen. Aber es gelingt immer besser. Vielen Dank für deine wichtige Arbeit, Christian. Ich bin froh, dass du diesen holistischen, psychologischen Ansatz in die Welt hinausträgst. Viele Grüße und alles Gute dir. Ich habe nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, wir werden es probieren.